Guten Morgen, meine Lieben. Heute wollen wir wieder eine Maske testen. Und wenn du wissen möchtest, um welche Maske es sich hier dreht, dann wie immer schnapp den Kaffee und Keks und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Habe ich mich heute Morgen aus dem Bett geschält. Ich habe so schlecht geschlafen. Es hat gestern ein Gewitter gegeben. Ich habe erst gedacht, mein Handy hat, also ich habe so eine App-Funktion, wo das dann so blinkt, wenn ich eine WhatsApp kriege. Aber nein, es war draußen und dementsprechend war auch meine Nacht. Das heißt, ich brauche eine Maske. Und zwar dieses schöne Schätzchen möchte ich mit euch gemeinsam ausprobieren. Und zwar von Mask Me Up, eine Bubble Tea Tree Mask für alle Hauttypen mit Tiefenreinigung. Ihr wisst, ich versuche ja, wenn es zeitlich immer reinpasst, donnerstags immer ein Maskenvideo zu machen. Da freue ich mich tatsächlich schon eine ganze Weile drauf. Ich denke, das ist eine Tuchmaske, wo halt einfach die Flüssigkeit so ein bisschen prickelnd, bubbelnd sein könnte. Ich denke, sie ist schwarz. Ich bin nicht so der Fan von schwarzen Masken, ja, aber ich hatte ja schon mal so eine ähnliche von einer anderen Firma und die fand ich richtig gut. Aber ihr wisst, wie immer am Anfang des Videos, wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich über ein Abo freuen. Für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich da wirklich richtig drüber. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen später geantwortet, weil ich einfach ausgelaugt, ausgenockt. Ich bin einfach fertig. Ich bin so urlaubsreif. Ich denke mal, das geht dem einen oder anderen von euch auch so. Ich bin einfach am Sack. Und ehe ich dann irgendeinen Schmarrn antworte oder nur ein Herzl, das mache ich dann nicht, weil ich möchte mir schon die Zeit nehmen, eure Kommentare zu lesen. Das macht mir auch Spaß. Ich freue mich da ja auch drüber. Und wenn ich dann wirklich keine Zeit habe oder keinen Nerv, dann macht es für mich keinen Sinn. Dann tue ich es lieber einen Tag später machen, wo ich einfach für euch mir die Zeit nehme und euch auch wirklich schön antworten kann. So, das wollte ich nur noch mal sagen, um meine Faulheit zu minimieren. Kommen wir noch mal zu dieser Maske. Ich finde diese Art von Verpackung zwar nicht gerade nachhaltig, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde sie sehr ansprechend. Diese Größe finde ich ansprechend. Da weißt du, das ist auf jeden Fall eine Maske, die groß genug ist, vielleicht auch von der Flüssigkeit in Ordnung ist. Also sie sprechen mich halt einfach an, wenn ich jetzt im Laden wäre, würde zumindest mal schauen, ob ich sie dann mal nachkaufen würde, ist eine andere Frage, weil oft sind Masken wirklich teuer, ja. Es gibt natürlich Firmen wie zum Beispiel Dalton, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn du da 19 Euro für eine Maske zahlst, das ist ein Schweinegeld. Die nimmt man sich natürlich für besondere Momente. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was die Maske kostet hat, aber wie gesagt, wir werden sie auf jeden Fall gemeinsam testen. Dass ich jetzt gedacht habe, dass sie schwarz ist, liegt hier dran und hier dran. Und jetzt öffnen wir das schöne Schätzchen mal. Jetzt hol ich mal Schere. Ich habe ja gestern meine Hochzeitsschuhe ausgepackt, die habe ich euch schon gezeigt. Die sind so schön. Ich kann ja in hohen Schuhen laufen, auch wenn mein Orthopäde mal gesagt hat, ich soll keine hohen Schuhe mehr tragen. Aber wer schön sein will, muss leiden. Sie riecht nicht angenehm. Sie riecht ein bisschen wie die schwarzen Detox-Masken von Schäbens. Also das wäre jetzt vom Geruch gar nicht meins. Kriege ich es gar nicht auf. Und sie ist schwarz. Ich habe heute extra ein schwarzes T-Shirt angezogen, weil dann kann ich mir auch versauen. Diese Masken sind eigentlich relativ gut getränkt immer. Genau, sie sind wirklich flüssig. Gut, dass ich eine olle Jeans anhabe. Oder eine Jeans, die eh in eine Wäsche kommt. So, ich zeige sie euch gleich. Die ist wirklich gut getränkt. Sie tropft richtig. Oh. Und die stinkt. Oh. Ich mag Masken nicht, die stinken, aber diese Detox-Masken, die stinken meistens. Das riecht wie alte Farbe. Boah. Also wenn die was bringt, ist es okay. Ich würde sie vom Geruch her schon allein nie wieder kaufen. Aber das kann auch mit diesem Bubble-Kram zusammenhängen. Ich muss jetzt gerade mal hier. Bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Ich mag das nicht, wenn das da so eng ist. Ich habe hier nämlich einen Kaffee stehen. Also ich weiß, wenn meine Katze jetzt zu mir kommt, wird sie gleich wegrennen. Mein Handy kann ich jetzt nicht mehr entsperren, weil das erkennt mich nicht. ja, es sieht aus wie das Bild.
Und seht ihr das? Es fängt schon an zu bubbeln. Jetzt warte ich mal ein paar Minuten und dann zeige ich euch mal, wie das bubbelt. Das soll drauf bleiben. Wie lange? Reinigende und erfrischende Gesichtspflege mit Teebaumöl. Ach, das ist der Teebaumöl. Mit Perleffekt. Die Schaumperlen sorgen für die Tiefenreinigung der Haut und regen die Durchblutung an, während sie die Make-up-Reste und Unreinheiten lösen, die anschließend nicht abgespült werden können. Mischen Sie den Inhalt der Maske vor dem Gebrauch, indem Sie die ungeöffneten Beutel durchkneten. Spülen Sie das Gesicht nach dem Gebrauch mit Wasser ab. Die Maske kann täglich verwendet werden. Okay, ihr seht es schon. Wir sehen uns gleich wieder. Mal dabei, weil, wie gesagt, ihr seht es ja, wie das dann so bobbelt. Ich muss nur meinen Kaffee nebenbei trinken. Mag ich überhaupt nicht gerne Kaffee trinken, wenn die Maske aufträgt. Beziehungsweise einzieht. Aber da seht ihr zumindest mal diesen Bubble-Effekt. Ja, das Teebaumöl muss man mögen. Ich finde ja immer, das riecht so ein bisschen wie Bohnenwachs von früher. Gar nicht mal meins. Kann ich überhaupt nicht ab. Mein Mann hat es ja immer mal mit der Haut und hat dann tatsächlich mal so eine Salbe gehabt mit oder Creme, also wirklich oder eher eine Lotion. Und die war auch rein mit Teebaumöl. Widerlich. Widerlich. Ihr seht es? Im Gesicht, in der Mitte hat es ein bisschen zu tun. Hier fängt es schon richtig gut an. Ich finde diese Bubble-Masken fancy. Ja, ich habe mir bei Amazon mal eine gekauft. Die finde ich richtig gut. In so einem Tiegel, das habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Das habe ich irgendwie lustig gefunden. Und sowas verwende ich dann auch gerne als Creme im Tiegel zum Auftragen. Ich muss aber sagen, dass ich den Sinn mit diesen Bubble-Masken überhaupt nicht mehr verstehe. Also für mich ist das wirklich nur eine fancy Geschichte, dass man sagt, ach komm, heute mache ich eine lustige Maske. Aber braucht kein Mensch, ehrlich gesagt. Ich finde sowas zum Verschenken sehr schön. Wir haben ja Ostern, Muttertag. Übrigens nach Ostern kommt ein richtig schönes Video für euch wieder. Und ich habe eine neue Kooperation, die stelle ich euch auch dann vor, auch wenn ihr die Firma schon kennt von anderen Kanälen. Aber ich habe mich da so rüber gefreut. Und ihr seht es, das macht eigentlich jetzt eher weniger. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht gefunden, wie lange man das drauf lassen soll. Ach, da unten. Ach, da unten steht es. 8 Minuten. Ich habe jetzt natürlich nicht auf die Uhr geschaut. Ich hole mir dann mal noch einen Waschlappen und dann machen wir das gemeinsam runter. Es sind jetzt sogar 10 Minuten rum und ihr seht, hier hat sie geschwächelt. Ich finde sie jetzt vom Geruch her nicht so den Brüller, muss ich sagen. Jetzt kann ich sie gleich mal in die Tonne schmeißen. Und den Geruch musst du mögen. Sie ist sehr erfrischend auf der Haut, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es keine schlechte Maske ist. Aber wenn du Gerüche nicht magst oder parfümierte Masken, die so extrem parfümiert sind oder nach einem Wirkstoff riechen, das muss man mögen. Ich würde sie mir tatsächlich nicht kaufen nochmal wegen dem Geruch. Wenn es jetzt ein anderer Geruch wäre, würde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. Ich finde, wie gesagt, mit diesem Bubble-Kram, das braucht kein Mensch. Weil wenn du dann ewig wartest, dass das bubbelt und es funktioniert nicht, bist du ja auch enttäuscht. Und mein Gesicht fühlt sich aber wirklich gepflegt an, erfrischt an, aufgepolstert. Ob das jetzt natürlich irgendwas gemacht hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ist mir auch völlig egal, weil diese Masken sind für mich eine Me-Time, eine Auszeit, eine Zeit mit euch. Und den Job hat sie gut gemacht. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, solche Sachen zum Verschenken sind halt einfach auch nett und fancy. Oder wie zum Beispiel früher hat man ja so Pyjama-Partys gemacht, macht man halt mal eine Maskenparty. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit euch eine Maske zu testen. Bin froh, dass ihr dabei gewesen seid, denn das ist ja so ein Thema, was nicht jeder so gerne mag. Und es ist auch für den einen oder anderen auch langweilig, das Thema. Aber ich würde sagen, wir sehen uns zu einem nächsten Video, zur nächsten MeTime wieder. Bis dahin, wie immer, bleibt mir schön gesund, eure Heike.